In Berlin begrüße ich Mechthild Heil, Mitglied des Deutschen Bundestages für die CDU und Bundesvorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands. Guten Abend. Guten Abend. Warum lehnen Sie es ab, dass Ärztinnen und Ärzte auf ihrer Website darüber informieren dürfen, wie sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen und welche Risiken dabei zu bedenken sind? Bis jetzt dürfen auch Ärzte und Ärztinnen schon auf ihrer Homepage, im Internet, im Netz informieren, aber natürlich nicht über die Praktiken, wie sie den Schwangerschaftsabbruch machen. Wir haben ein gutes System in Deutschland, 218, 219, wohl austariertes System, dass wir sagen, nein, Werbung darf für einen Schwangerschaftsabbruch nicht gemacht werden. Es geht also nicht um eine reine Information für die Ärzte, von den Ärzten für die werdenden Mütter oder für die Frauen, die ungewollt schwanger sind. Darum geht es nicht. Ja, aber als Werbung im Sinne des Gesetzes gelten schon ausführliche Informationen über Schwangerschaftsabbrüche sowie die damit jeweils verbundenen Risiken. Und das will die Ampelkoalition ja ändern. Was kritisieren Sie daran? Das will die Koalition nicht ändern. Sie wollen den Paragraph 219 komplett abschaffen. Und bis jetzt kann man schon auch auf der Internetseite darüber informieren, dass Schwangerschaftsabbrüche in der Praxis stattfinden. Aber es darf halt nicht offensiv geworben werden. Und ehrlich gesagt finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Ich möchte auch nicht abends im Fernsehen Werbung sehen oder in der S-Bahn oder auf Facebook, dass ein Arzt sagt, komm zu mir, ich mache es in 35 Minuten oder in anderthalb Stunden, bei mir kostet es, weiß ich, 30 Euro weniger und, und. Also all das, was Werbung normalerweise auch mit sich bringt, nämlich Werben um etwas, das ist bis jetzt aus gutem Grund verboten. Ja, aber diese feine Differenzierung zwischen Werbung und Information, darauf kommt es ja hier an. Und derzeit müssen Ärzte, die sachlich über ihre Arbeit und mögliche Methoden informieren, mit strafrechtlichen Ermittlungen und Verurteilungen rechnen. Ist das angemessen? Also ich kenne jetzt keinen Fall, dass ein Arzt wirklich schon auch verurteilt wurde, sondern da gehen die Gerichte ja sehr, sehr gut mit um, nämlich werden nicht verurteilt. Aber dieses Gesetz wird ja in der Öffentlichkeit so, oder diese Streichung des Paragraphen wird ja in der Öffentlichkeit so diskutiert, dass es ein Vorteil für die schwangere, ungewollt schwangere Frau ist. Aber Sie reden jetzt nur davon, dass es ein Vorteil für den Arzt oder die Ärztin ist. Darum geht es doch nicht. Wir müssen doch als Gesetzgeber uns um die Frauen kümmern, die schwanger sind, ungewollt schwanger sind und vor allen Dingen um das ungeborene Kind. Ja, aber will das die Koalition nicht auch? Glauben Sie, dass sich Frauen leichtfertig für eine Abtreibung entscheiden? Das war gar nicht die Frage. Natürlich entscheidet sich keine Frau leichtfertig für eine Abtreibung. Und natürlich müssen wir alles von Staats wegen und als Gesellschaft dafür tun, dass Frauen in der Situation Hilfe bekommen und eine gute Entscheidung treffen. Und natürlich können Frauen, und das ist ja Konsens in der Gesellschaft jetzt seit Jahren und Jahrzehnten, auch ungewollte Schwangerschaften abtreiben. Und natürlich müssen wir alles dafür tun, auch die Ärzte gut ausbilden, auch wirklich forschen in dem Bereich, alles das muss passieren. Aber natürlich muss mehr passieren. Es muss ja auch die Frau beraten werden, deswegen Schwangerschaftskonfliktberatung und natürlich medizinischer Fortschritt, auch Zugang zu Medizin. Das alles muss sein. Aber es muss keine Werbung sein für einen Schwangerschaftsabbruch. Und ja, Sie betonen wieder das Wort Werbung. Der Minister sagt ja, es geht um Information. Und Bundesfamilienministerin Spiegel zum Beispiel sagt, dass die Bundesregierung sehr wohl die Unterstützung von Frauen in Notlagen als zentrales Anliegen betrachtet. Warum misstrauen Sie ihr? Ehrlich gesagt, finde ich, wenn Herr Buschmann sagt, das ist ein unhaltbarer Rechtszustand, dann frage ich mich schon, ob es nicht ein unhaltbarer Minister ist, ein unhaltbarer Justizminister. Weil diese Paragraphen 18, 19 sind so oft auch rechtliche Auseinandersetzungen und haben standgehalten. Es ist wirklich ein guter Kompromiss in unserer Gesellschaft. Ist auch bis auf wirklich ein paar Gegner, diese Paragraphen, die auch lautstark hier und da auf die Straße gehen, ist das breit in der Gesellschaft akzeptiert, dass man da jetzt rangeht und das als erste Maßnahme eines Justizministers macht, da habe ich überhaupt kein Verständnis für.
Und zwar nicht zum Schutz der Frauen. Es geht nicht darum, die Frauen besser zu informieren, umfänglicher zu informieren. Das ist ja alles. Sondern es geht nur darum, den Ärzten zu sagen, ihr könnt damit werben. Und vielleicht im schlechtesten Fall auch ein Geschäftsmodell daraus machen. Das will ich den Ärzten nicht unterstellen, aber das ist eigentlich der Hintergrund, warum man das auch verboten hat. Sagt die CDU-Bundestagsabgeordnete Mechthild Heil. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Gerne.